bestätigt an das Wachstum glauben, dass das Wachstum das Allheilmittel für alles und alle machen mit. Wir setzen auf Wachstum. Wir kommen damit wieder auf einen ruhigeren Wachstumspfad. Für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung. Wachstum. 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 Das ist der Dreiklang, mit dem wir Wachstum schaffen. Die Leute verstehen gar nicht, was sie mit Wachstum meinen. Es wird kein Wachstum geben. So viel können wir gar nicht wachsen, wie wir bräuchten. Auch 1% Wachstum ist natürlich Wachstum. Es geht also weiter aufwärts. Ja, so fängt Burnout an. Ne, aber das ist echt. Nein, es ist ehrlich. Ich finde es toll, wenn es die einzige Zukunftsvision bleibt, die wir haben, Wachstum, dann können wir uns wirklich zum Jahresende ganz entspannt zurücklehnen, von dem Willen beseelt und von dem Wissen, 2012 wird wieder genauso bescheuert wie 2011. So. Ja, aber. Ey, was ist denn hier? Es ist ja immer noch nicht aufgeräumt. Was macht denn der Malmsheimer den ganzen Tag? Da soll man die Sauerei wegmachen. Was soll denn da der Verwaltungsrat denken? Und, oh ja, sag mal, und wer hat denn unsere schöne Weihnachtstanne geschändet hier? Das wollen Sie jetzt nicht wirklich wissen. Wie? Ihre letzten Worte vor dem Abknicken waren: Ich Dazan, du Chain. Ich war Dazan? Ja, da hat sie mal gelacht, die Grube. Hat sie, Alte, kein Wort von gesagt. Stattdessen hat sie irgendwas vom Weltuntergang hat sie erzählt. Ja, hätte ich auch bei dem Anblick. Bei welchem Anblick? Bei meinem Anblick? Ja. Was hab ich denn? Na ja, schauen Sie halt mal nach. Auf YouTube. Hat schon über 100.000 Klicks. Wir hatten das jetzt wieder auf YouTube gestellt. Ach, Priol, ich ahne was. Du Sau! Ach, sind wir jetzt wieder? Sind wir wieder beim Du? Sie Sau! Ach so. Sie Sau, das ist doch. Ich Sau, ja. Ich sause schon weg. Bin schon. Ja. Ich bin jetzt noch mal hier kurz rausgekommen, weil ich muss noch was richtigstellen wegen vorhin. Ich habe vorhin nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass unser Staat auf dem rechten Auge blind ist. Weil das wäre wirklich eine Beleidigung für alle Blinden. Hm? Ja, weil ein Blinder sieht auf seine Art auch sehr viel, kann auf seine Art sehr viel sehen, auch wenn er nichts sieht. Unser Staat hingegen sieht auf seine Art oft auch dann nichts, wenn er was sieht. Und das nennt man nicht Blindheit, sondern Blödheit. Ja? Und nein, ich glaube nicht an die staatliche Blindheit. Nicht bei uns, nicht hier, in diesem so gut überwachten Land. Nicht in einem Land, in dem Polizisten manchmal hinter Bäumen hocken und auf Radfahrer warten, die telefonieren. Nein, ich glaube nicht an Blindheit. Es muss Blödheit sein. Oder Absicht. Oder manchmal beides. In Sachsen-Anhalt gab es beim LKA, beim Landeskriminalamt, mal eine Dienstanweisung, Hakenkreuzschmierereien nicht mehr als rechtsradikale Straftat zu erfassen. Begründung? Es könnten ja auch Kinder gewesen sein. Ja. Diese Statistikbetrüger, und dass es hier nur um Statistik geht, das ist noch eine wohlmeinende Annahme, weil man könnte durchaus auch auf andere Gedanken kommen. Bitte, ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, aber falls eine bereits beleidigte Leberwurst beim sächsischen Innenministerium gerade zuschaut, aufgemerkt, vielleicht könnten Sie mal bei Gelegenheit ganz kurz erklären, warum in eurem freistaatlichen Sachsensumpf immer noch knapp 40 Rechtsextreme ganz legal mit Schusswaffen herumlaufen. Amtsbekannte Rechtsradikale, die Schusswaffen besitzen. Ich meine, da wäre doch mal ein Blick ins Waffenrecht vielleicht ganz nützlich und der Begriff amtsbekannt, hätte ich schon gerne mal wissen, ob der dann in dem einen oder anderen Fall womöglich als doch so eine Art freundschaftliche Verbundenheit zu verstehen ist. Ja? Bitte, ich darf doch um etwas mehr Verständnis bitten. Ja, ach, natürlich. Natürlich. Ich darf doch um etwas mehr Verständnis bitten für unsere Polizei und Justiz. Ja, natürlich. Unser Anstaltsjurist, der Herr Uthoff, und wie immer von oben herab. Hä?
Das hätte ich mir schon denken können, ihr schwarzen Robbenträcher. Hä? Ihr da hackt keine Krähe der anderen das rechte Auge aus. Darum geht's doch gar nicht. Doch. Erstens geht es darum, dass die Polizei es doch ohnehin schon schwer hat. Schauen Sie, durch die Finanznot wird doch auf vielen Revieren schon das Benzin rationiert und Streifenfahrten müssen ausfallen. Ja, habe ich schon gehört. Und wenn man mal einen Notfall hat und sicher gehen will, dass jemand kommt, sollte man den Beamten möglichst anbieten, sie abzuholen. Ja. Sicherheit to go, sozusagen. Und zweitens stehen wir Juristen und insbesondere die Verfassungsrechtler zurzeit vor großen Herausforderungen. Ach ja, tatsächlich. Habt ihr wieder Kopftuchprobleme, ja? Nein, der Bundesgerichtshof muss in den nächsten Tagen entscheiden, ob das Hausverbot gegen den ehemaligen NPD-Chef Vogt in einem Wellnesshotel rechtens war. Wieso Hausverbot? Na, der Hotelier hatte die Buchung verweigert mit der Begründung, die Ansichten und Überzeugungen des NPD-Chefs würden das Wohlfühlerlebnis der anderen Gäste beeinträchtigen. Dann hat sich der Vogt durch alle Instanzen geklagt. Er besteht auf sein Wellnessrecht. Erklären Sie mir mal bitte unseren Rechtsstaat, ja? Also ich meine, der Hotelier kann doch eigentlich reinlassen und rauslassen, wen er will. Wieso kann man da jetzt schon wieder klagen? So ist der Rechtsstaat eben. Keiner darf diskriminiert werden. Auch Rassisten haben ein Anrecht auf Grundrechte, ne? Selbst wenn sie diese abschaffen wollen. Ja. Manchmal ist es schon schwer, ein Rechtsstaat zu sein. Ha? Du, Paragraphenschnüssel, komm mal her. Geh mal her, komm. Sagen Sie mal, Herr Pelzig, seit wann sind wir eigentlich per Du? Ich habe gestern keinen ausgelassen, fürchte ich. Hey. Komm mal her. Jetzt erklär mir mal eins, ja? Wieso ist die Mitgliedschaft in der NPD kein Kündigungsgrund bei Angestellten im öffentlichen Dienst, bei Beamten aber möglicherweise schon? Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat das so begründet. Beamte müssen sich aktiv für die demokratische Grundordnung einsetzen. Bei Angestellten des öffentlichen Dienstes reicht es, wenn sie nicht aktiv dagegen sind. Aha. Also passiver Nazi im öffentlichen Dienst, kein Problem. Formal juristisch gesehen, kein Problem. Ja, aber ich nehme mal an, nur solange er kein Kopftuch trägt. Hä? Das ist nun wirklich eine Polemik, die uns nicht weiterbringt. Ja, ja. Und ohne Kopftuch darf der Nazi bestimmt auch ins Wellnesshotel. Ja, wahrscheinlich. Wissen Sie übrigens, wo das besagte Wellnesshotel liegt? Am Scharmützelsee. Köstlich. Juristenhumor. Nazis im Wellnesshotel, was wollen die da eigentlich? Na, die Herrschaften wollen sich wahrscheinlich fit halten, falls es mal wieder zu Fuß nach Russland geht. Das macht doch keinen Sinn, diese schlechte Stimmung, und das kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe. Wir feiern die Geburt Jesus Christus, die Ankunft von Gottes Sohn, indem wir uns reduzierte Toaster für 9,95 schenken. Oder etwas vom Weltbild Verlag, dem Verlag, der der katholischen Kirche gehört und der Klassiker vertrieben hat, wie Sag Luder zu mir, die Autobiografie von Innenminister Friedrich. Einige Pfarrer sind begeistert, seitdem die Kirche Pornos vertreibt, trägt sich die Kutte wie von selbst. Aber die Kirche hat bereut, sie will sich vom Schmuddelgeschäft trennen. Der Klerus, er ist in sich gegangen und wir wissen, das ist besser, als wenn er in andere geht. Nichts geht in diesem Weihnachtsgeschäft ohne Reue, eine Verfehlung in der eigenen Biografie. Das ist das, was für den Rotwein die Lagerung im Barriquefass ist. Eine Veredelung, die den eigenen Marktwert in die Höhe treibt, so wie bei ihm. Dem Bushido für Besserverdienende, Karl Theodor Gutenberg. Der Ritter ohne Furcht und Pomade, er hat bereut. Es gibt manche, die wollen ihn schon zurück. Gabriele Pauli möchte gerne eine Partei mit ihm gründen. Die Liste aller telegenen Ex-Politiker, kurz LATEX. Mich hat die Reue von Gutenberg verwirrt. Schon sie kurz zuvor hatte der Papst noch gegen die Verbreitung von Pornografie gewettert. Und dann gibt Gutenberg ein Interview, bei dem seine Antworten so obszön verlogen sind, dass das Interview eigentlich auf YouPorn gestellt werden müsste. In dem Interview hat er aber noch mal gesagt, die Doktorarbeit sei kein Betrug gewesen. Ich als Jurist glaube ihm. Denn Betrug ist ja ein Absichtsdelikt.
und setzt planmäßiges Handeln voraus. Und wie es aussieht, wenn Gutenberg planmäßig handelt, hat er dem Hofberichtbestatter der Zeit geschildert. Er hat gesagt, er hätte für die Doktorarbeit dort ein bisschen abgeschrieben, da ein bisschen kopiert und das Ganze auf 80 Disketten so lange gespeichert, bis er völlig den Überblick verloren hatte. Der Mann war unser Verteidigungsminister. Davor war er Wirtschaftsminister und soll das Ausland noch mal sagen, wir Deutschen hätten keinen Humor. Wir haben einen Mann zum Wirtschaftsminister gemacht, der vorher genau einen Job in seinem Leben hatte. Gesellschafter einer Firma, die ausschließlich sein Privatvermögen verwaltet hat. Ich sage, holen wir ihn zurück. Gehen wir noch weiter als die EU. Beweisen wir der Welt endgültig, dass Posten und Qualifikation keine Schnittmenge haben müssen. Machen wir Gutenberg zum Justizminister. Bringen wir das Peter-Prinzip zur Vollendung. Nach dem Peter-Prinzip steigen ja in Hierarchien alle Beschäftigten irgendwann zu der Stufe ihrer eigenen Unfähigkeit auf. Und nach einer gewissen Zeit ist dann jeder Posten von einem Mitarbeiter besetzt, der nicht in der Lage ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen machen wir Peter Müller zum Verfassungsrichter. Und deswegen machen wir Bayern Markus Söder zu unserem Finanzminister. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor der Euro-Krise, weil Angst reicht dann nicht mehr aus. Und weil eh schon alles wurscht ist, darf Alfons Schubeck auch Werbung für McDonald's machen. Und ja, halt, ich weiß, es gibt einige, die da rufen, ja, macht sich der Schubeck da nicht zu einer Hure? Und dann sage ich, nein, der Vergleich stimmt nicht, denn eine Hure verkauft ja nicht ihre Seele. Bleiben wir heiter auf der Besetzungscouch. In Zeiten der Krise ist doch der einzige Job, der überhaupt Kompetenz erfordert, der des Finanzministers. Lassen Sie uns da jemanden nehmen, der wirklich etwas von Geldströmen versteht. Nehmen wir den kroatischen Polizisten, der vor kurzem dabei erwischt worden ist, wie er zum vierten Mal dieselbe Bank überfallen hat. Denn der Mann hat die Sache mit dem EFSF-Hebel wirklich verstanden.